Jo, geehrte Betrüller, es gibt ein neues Event in Genshin und zwar, wenn wir hier raufgehen, ist dieses Event Geheimnisvolle Gespenster bei Catherine in Inazuma. Um dort mitmachen zu können, müsst ihr allerdings Abenteuerrang 30 erreicht haben und natürlich Inazuma freigeschalten haben und dann die Flucht von Reto abgeschlossen haben. Dann geht ihr zu Catherine in Inazuma. Sie gibt euch dann eine Quest, die erledigt. Dann müsst ihr Gespenster finden. Diese müsst ihr besiegen. Dann kommt ihr zurück zu Catherine und ihr könnt euren Begleiter fortschicken. Wird dann am Anfang von ihr diese Karte gezeigt. Das ist halt wie das normale Charaktere wegschicken jeden Tag diese Kommission. Aber das sind eben dann spezielle. Ihr findet sie aber dann wiederum hier über zur Erkundung entsenden. Hier rechts oben, geheimnisvolle Gespenster, klickt ihr dann drauf. Wenn ihr, wie gesagt, die Quest am Anfang freigespielt habt, könnt ihr dann eben alle Charaktere wegschicken. Ihr habt hier insgesamt 8 Aufgaben. 4 könnt ihr abschließen jeden Tag. Es sind 7, in der Beschreibung standen 8. Egal. Auf jeden Fall, ihr könnt dann diese abschließen und bekommt Belohnungen. So sieht das Ganze aus, 1 bis 3. Und wenn ihr eben die meisten Charaktere habt, beziehungsweise ihr müsst mindestens 2 haben, aber vom Level her kommt ihr bis zu 3 bei diesem hier. Ich schließe hier alles ab. Ihr wollt immer die S-Aufgabe abschließen, die gibt euch nämlich 20 Gegenstände. Und dann die ganzen A. Ich schließe das jetzt hier ab. Sehen konntet, bekomme ich die Talentbücher oder hier für die Waffen Materien. So, nächste Aufgabe. Ihr seht hier, ich muss vorher die Untersuchung ausführen. Das machen wir jetzt. Untersuchung ist hier. Button drauf. Ich mache die Untersuchung auch gleich mit euch, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Die erste Untersuchung ist woanders gewesen. Die ist hier oben und die jetzige ist eben hier. Was müsst ihr finden? Ihr seht diese Dinger hier. 1, 2, 3. Da sehen wir das dritte. Gestern waren es auch 3. Jetzt brauchen wir einen Elektrograner. Wo ist es hier? So, die würde in der Nähe sein. Da ist ein Granum ganz weit weg. Es müsste aber auch ins ganz nah sein. Sowas. Da oben! So war es eben gestern auch. Habe ich tatsächlich übersehen. So, dann geht ihr zu der ersten Lampe. Zur zweiten Lampe und zur dritten Lampe. Jetzt müssen sie auftauchen. Da haben wir sie auch schon. Schön besiegen. Ich habe eigentlich auf Kutschen gewechselt, aber okay. Barbara wollte auch mal kämpfen. Na, ist erledigt. Jetzt kann man wieder zurück zu Catherine. Bei Catherine angekommen, können wir jetzt diese Erkundung machen. Wie ihr sehen könnt, habe ich sie freigeschalten. Was noch wichtig ist, ihr könnt die Charaktere, die ihr dieser Erkundung habt, nicht hierhin hier verwenden. Das funktioniert nicht. Ihr könnt aber eure Charaktere frei machen und dann wegschicken und dort wegsenden. Ich selbst mache es nicht, weil ich genug Charaktere habe. Aber ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir fangen mit S an, ist das Wichtigste. Ihr seht, ich kann 4 bis 12 bekommen von den Dingern. Level 90 Charaktere sind halt von Vorteil. Und dieser Pfeil zeigt euch, dass diese Charaktere Boni geben. Also beziehungsweise mehr Punkte geben. Hier steht diesmal leider keine Prozentzahl, aber ich mache es einfach so. Kuching, das seht ihr, ich bekomme 4 von denen. Einen zweiten Charakter brauche ich aber unbedingt dafür. Wir nehmen Negong, Level 2. Schon bekomme ich 8. Ist jetzt noch immer nicht 12, aber jetzt kann ich hier draufklicken und jetzt nehme ich einen Charakter von einem Freund von mir, zack, auswählen und schon bekomme ich 12. Natürlich kann man auch mehrere von seinen nehmen, wenn man nicht keine Freunde hat. Wenn man zum Beispiel noch keine Freunde hat oder ich weiß nicht. Ihr könnt mir auch eine Freundschaftsanfrage senden. Ihr seht, meine UID ist da unten. Da kann ich euch helfen oder ihr schreibt einfach in die Kommentare eure UID und andere Spieler können euch dann helfen, indem sie eure Freundschaftsanfrage schicken, denn meine Freundschaftsliste ist fast voll.
Allerdings habe ich drei Accounts, also könnte ich auch die anderen Accountnamen angeben. Dann nehme ich natürlich A, weil mir das 15 Urgestein gibt, die B nur 10, wir nehmen 15 hier. Talentbücher ist sehr nice. Elektro ist gut und Pyro ist gut. Da habe ich halt Glück, dass ich ein paar hochlevelige Charaktere habe. Ich werde aber trotzdem einfach einen Kumpel aussuchen, weil es egal ist. Denn der Freund verliert den Charakter nicht, er kann ihn selber nutzen. Ich brauche aber unbedingt zwei Charaktere von mir selber. Mache ich das halt so. Ich könnte aber jetzt auch Jean nehmen, Spaß halber. Aber egal. Dann das nächste. Oh, das sind Erfahrungspunkte für Artefakte. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Noelle und Barbara carryen das Ganze. Ich borg mir trotzdem meinen Freund aus, weil Spaß macht. Dann B. Hier entscheide ich mich, was ich am meisten brauche. Von denen habe ich nichts, von denen habe ich auch nichts. Die habe ich für eine Waffe gebraucht, für zwei Waffen gebraucht. Beide sind Level 90. Brauche ich momentan nicht. Deswegen werde ich die beiden Sachen nehmen, die ich eben nicht habe. Saccharose passt perfekt. Man kann ein bis drei haben. Das ist Saccharose und Bedo. Und schon habe ich es. Oder ich nehme hier lieber Lisa. Sie ist ja low-levelig. Und dann einen Freund aussuchen. Zack. Habe ich jetzt definitiv das, was ich haben will. Maximal drei können wir haben. Wie wir sehen können, einmal schon. Schon haben wir drei. Aber ich muss ja meine eigenen Charaktere auch benutzen. Dann können wir es ja so machen. Und jetzt carried the friend das. Nice. Und dann sagte ich, ich will das hier haben. Hoppala, ich habe ja schon vier. Man kann nicht mehr als vier. Gut, das war's. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.